Jetzt geht's auf. Hallo und herzlich willkommen zurück zu State of Decay 2. Wieder mit dabei ist der Gerwulf. Gott sei Dank. Hoi. Wo ist denn nicht der Lord da draußen der Zombie-Apokalypse rumfetzen? Na dann fangen wir mal los. Wir brauchen ein Baumaterial. Vielleicht ein größeres Camp über. Interessant, wenn man da. So, wie von. Wenn man da Camps macht. Jetzt fährst du wieder, du. Jetzt darf man sein. Ich hab gar nichts gedruckt. Nein, du wirst automatisch umrutschen. Jetzt ein Sakrament nochmal. Was ist denn da jetzt? Ich lotze dich. Also oben dann links. Wird's dir ja gezeigt, oder was? Ja, ich hab's markiert. Und ich kann eine Map aufmachen. Da links. Und an der Hauptstraße wieder links. Ah, da oben hier. Zeig ich's auch. We let that sit, it'll just keep getting worse. Na, da vorne geht nur Straße vorbei. Kommt eine Abzweigung nach rechts. So, bleiben wir da stehen, damit wir nicht der Uli lockern. So, und jetzt haben wir einer die Rübe ein. Wie war das? Ich habe nur blau. Genau, du kannst blau ernten und ich das andere. F ist Taschenlampe. F, genau. Der hat ja, ja weißt du schon, Kostümer. Ja, wie heißen die da? Bürgerkriegler. Jetzt, weil der ist britisch. Und wo soll... Auch Material. Wo soll er kommt? Eine Uniform hat er gehabt vom Bürgerkrieg. Achso, okay. Nichts gefunden. Das ist selbst nice. Nothing. I bet I'm not the only one who could use this. Schrauben. Also das mit dem Loot-System finde ich immer noch kacke, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Maybe we can trade this to someone. Mehr Schrauben. Oh, geistige Gesundheit. Maximum. Du wolltest das wieder da etwa aufsteig. Am Sandkasten nennt das auch für die. Erhöhte Trage. Dann haben sie zum Trickern auf. Da haben sie jemanden zum Trickern aufgehängt. Ja, ist er noch nicht. Ist er schon durch? Ja, er schaut. Stückel Trockenfleisch. Stückel Trockenfleisch schaut mir nicht. Scheiße. Was denn? So viel Lärm habe ich gemacht. Ja, okay, Kruzifix. Da jetzt mal den ersten Sockel zum Auto. Das ist da mal eine. Ich kann mal schnell den Aufgehen an der Wäscheleine an. Damn, too loud. Jo. Ist wieder zu laut. Ich war too loud. Meine Katze beißt mich gerade in den Unterarm. Ja, die hat recht. Ich glaube, das ist auch ein Zombie. Aua, willst du? Die hat recht. Cookie, beiß ei. Ja, genau. Das ist ja, brauchen wir ein Beutel von dem, der was an der Wäscheleine hängt. ist gar kein angelockt. Oh, jetzt ist der Futter. Ja, Futter. Ich bin doch kein Schnitzel. Schnitzel. Ja, genau. Oh, was haben wir denn da? Einlagern. Benzin. Flasche. Oh, Molotow. Da ist ganz viel blau, hast du das schon durchsucht? Nein, ich habe gerade ein Ding aus der Drum. Achso. Okay. No more deadheads around here. Ja, ich gehe gleich weg mit meinem fetten Oschwart. Warte. Jetzt. Habe ich fertig untersuchen müssen. Nichts gefunden. Funktioniert super. Ah, wieder etwas zum Futtern. Gut, das Essen geht schon mal nicht aus. Au, au, au. Okay, move it along. So, kann man jetzt diesen Ort beanspruchen. Ah, den kann man beanspruchen. Standard, bla bla bla. Was bietet der?
Was bringt uns der Außenposten? Ach, das gibt's bestimmt schon noch nicht. Na, mir geht's ja um das, was der uns bringt, weißt du, also so. Das ist ja bloß was, der liefert dann automatisch an uns Ressourcen. Ah. Kriegen ja Erkundungsreichweite, permanente Schütze aus, da bringen uns quasi keine Rohstoffe. Mir geht es eigentlich um die Baustoffe, weißt du schon? Aber da bringen uns keine permanenten Baustoffe. So wie die Sache sage. Das bringt uns also nicht für den Lustmann. Ja, was ich letztes Mal gesehen habe, kann man nämlich nicht unendlich für Außenposten bauen, sondern bloß eine bestimmte Anzahl. Okay. Da muss man sich schon genau überlegen, was man da welche nimmt. Ja, da eine riesen Türe. Ist schon mal weitergegangen. Also ein paar Meter. Geht's wahrscheinlich in eine andere Map oder so. Ja, also da hinten, ja, laut Map geht da, laut unserer Map geht da eine andere Map. Da grabbelt was auf die zu. Stelle gesichert. Ich weiß auch nicht, auf offene Map. Ich weiß auch nicht, was passiert, wenn man die Map wechselt. Ja, mir ist aber jetzt dann nichts angezeigt worden, dass man rausgehen kann. Aber wenn du auf Map, also auf M drückst, ist da so ein Türsymbol. Aktuell eure Kommandozentrale auf Stufe 2, um den Kartenausgang freizuschalten. Wir können Gemeinschaft einer neuen Karte bringen, indem ihr diesen Ort verlasst. Daher müssen wir ein Kommando auf 2 aufbauen. Das wird mir gar nicht angezeigt, dass da eine Tür ein Ding ist. Okay. Ah, der rutscht automatisch rüber. Ah, jetzt hat er ist schnell eingestellt. Na. Weniger Gas im Funk. da vorne rechts bei den Lager ist also so ein Pfeil. Da, rechts. Ah. Da waren wir zwar schon drin, aber da wird was angezeigt. Was bist denn du? Was ist denn zombieschwindelig? Da kommt gleich die Schwester früher schon. Okay, I found a good spot to search for materials. Should this really be our priority right now? Safety at home is always a priority. Nothing. Aber nicht viel. Well, that's about perfect. Ah, hier brauchen wir Material. Auto. Ah, da ist schon was drin. Nehmen wir mal diese raus. Das ist nein. Haben wir eh schon, oder? Ich glaube, da ist sonst nichts. Na. Um und Dachel war nichts. Gut, Hofraum ist voll. Ich bin voll. Ich weiß nicht, wie viel Platz hast du noch? Na ja, ich habe schon noch. Falsche hey. Richtung. Falsche Richtung. Ja. Mich. Na, schade, Handbremse oder nicht? Handbremse oder nicht? Da links sind wir noch nicht fertig. Da. Hey, nicht einfach raussteigen. Ja, du fährst jetzt gar. Hinter dir steht ein Stier mit einer Rolle Klopapier. Ja, ein Klopapier rollt nochmal. No more Zeds to kill? Fine by me. Ach, das ist jetzt die Gabe. Deswegen. Also ich finde das Loot-System finde ich kacke. Will ich ganz ehrlich sagen. Es ist nicht so richtig durchdacht. Ja, wer weiß, was das für einen Hintergrund, für einen Hintergedanken hat, dass das so ist. War in der anderen Seite nichts für mich. Nein, da waren wir nämlich schon drin, glaube ich. Da war gar nichts drin. That'll bring him running. Ah, das hier ist das Auto ist jetzt für die.
Oh oh. Wo kommt denn dieser von mir her? Da gibt's einen Essenssack. Warst du laut, konnte es sein? Ja, ja, freilich. Ja, weil ein bisschen Besuch kommt. Time to reload. Fuck! Time to reload. Warte mal schnell. Wie lege ich das ab? Abwerfen. Hast du den dran? Ja, da ist nur einer drin, dann hol ich den. Das ist ziemlich schwer. Sehr schwer. Erklärbar. Sehr schwer. So. Bin so gerne dabei. Machst du da schon auf dem Dach? Hier. War nichts rum. Okay, wieder ab. Ja, vielleicht finden wir noch ein paar Materialien. Au. Ich mach ja gar nichts. Und ist dieser Aggressor noch da unten, der Zombie? Ne? Nein, hat täuscht. Da links ist was Grünes bei der Tankstelle, was immer auch das ist. Links? Ja, da bei der Tankstelle. Grünes. Leuchtet grün auf der Map. Dann schauen wir uns, da waren wir zwar auch schon. Ja, ja. Den da zusammenfahren, den gerade aus, vor dem Zaun, ist ein Schreier. Der vor dir. Looks like that shut him up. Zurückschrillen. Und der andere noch. Okay, Manns. Ganz viele davon. Das ist brutal. Dein Auto. Da hängt noch ein Kopfflügel drin. Der, was da noch geschrien hat. Da ist er. Da ist er. Infektionsherd beseitigt. Ja. Ja, 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 ja. Ab geht die Party und die Party geht ab. Ich glaube, der hat noch ein paar Anglück. Da ist er. Ja? Ich glaube, der hat noch ein paar angelockt. Nein, du kannst mehr. Ich höre nichts, sehe nichts. Ja, ne. Nichts verloren. Wow! Was war das? Was ist denn das? Fuck, was war jetzt das? Du weißt ja. Wow, was ist denn da? Raus, raus, raus. Voll, ich hab's zerrissen jetzt. Gasflaschen vielleicht. Was ist denn das? Da sind. War vielleicht eine Falle. Das sind Pfeile. Das sind Pfeile. Hast du noch Lebenspunkte? Mach Pfeile. Jetzt ist es vorbei. Wie schaut dein Leben aus? Alter Schwede. Gut. Ah, da ist er so ein Pickelzombie gewesen, glaube ich. Zumindest liegt da irgendwas am Boden. Hat es mir jetzt so geschreckt. Und das Spiel ist ja überhaupt nicht laut, gell? Nein, nein, überhaupt nicht. Das ist so leise. Sag mal was. Hallo. Ja, das passt. Ich bin auf die Dach. Ich weiß nicht, ob der Sound normal passt. Aber ich möchte es nicht recht verlauten, aber das ist einfach scheiße laut auf dem Kopfhörer. Das klappt sogar nicht. Ja. Ich habe es auf ein Viertel unten, aber das ist brachial. Wie laut das Spiel ist. So, schauen wir da nochmal durch, ob wir irgendwas vergessen haben. Sieht nicht so aus. Ja, bringen wir mal unsere Beute warm. Auto gehört auch mal gewaschen, hängt der Blut drauf. Wow!
Ja, guck, wie der vor wie ein Geistesgang geht. Ich weiß schon. Ich bin da schon ganz schlecht. Welcome home. Thanks for taking care. Komm. Willkommen. Ui, wir haben es überlebt. Ich weiß nicht, was gefährlich ist. Die Zombies oder der Gerwolf beim Autofahren. Tötungspotenzial. Nahkampf für stumpfe Waffe. Ja, wo ist denn die Basis? Wo ist denn die Basis? Leichte so. Bolzen kann ich nicht brauchen. Warum kann ich die leichte Bolzen nicht hernehmen? Hast du wahrscheinlich eine schwere Armbrust, oder du brauchst die anderen Bolzen. Ich habe eine leichte Armbrust, ich nehme leichte Bolzen her. Eine Jagdarmbrust. Ich weiß nicht, die unterschiedliche Pfeile brauchen. Also ich habe Leichenbolzen. Dann Standard-Armbrustbolzen brauche ich. Standard-Armbrustbolzen? Any rumors of my death have been greatly exaggerated. How's it going? Once this workshop is finished, we can fix broken weapons rather than having to find new ones. Ich wollte gerade fragen, was du jetzt gebaut hast. Ich habe jetzt mal die Werkstatt da gebaut. Dann können wir Waffen reparieren und so schnickschnack. Und Bolzen bauen. Bett ansehen. Also ich kann überhaupt nichts machen, außer rumlaufen. Was haben wir denn da überhaupt? Ein Lager. Was haben wir denn im Lager drin? Produziert zufällig Munition. Zufällig? Ja. Sortiert gesammelt nach Kaliber, wodurch Munition aus Schusswaffen hergestellt wird. Okay. Tu es einfach mal. Munition erschöpft. Auf die Schrotflinten bin ich gespannt. Auf die Schrotflinten? So, bitte. Einloggen. So, was hast du für Munition hergestellt? Weiß nicht. Ja, das war jetzt ein bisschen ein 762er. Und entweder 45er oder 12 Gramm Patronen. Was brauchst du? Standardpfeile am Brust. Ich brauche jetzt Standard-Armbrustbolzen hier. Müssen jetzt drin sein. Oh, cool. Da drin. Ja, ich weiß nicht, wo es sind. Normal. Nein, wo sind die? Hm? Was hast du noch drin? Ah, in meinem Rucksack. Da. Sinnvoller, als wir Munition einfach herstellen. Für Waffen, die wir haben. Aha. Oder was reparieren? Ja. Ich sehe die nicht. Ich habe es eingeschmissen ins Depot. Das kannst du. Standard Armbrustbolzen. Geh oben auf die Knarre. Nein, wie ich nicht angezeigt. Und eine 45er? Oder heute, warum heute 7? Wie viel hast du hergestellt? 37 Stück liegen da noch drin. Standard-Armbrustbolzen. Na, das sind wir von mir, aber die Teilen liegen nicht drin. Ja, geh mal her, ich schmeiß da am Boden hin. Ja. Das auch. Jo. Okay, sind blaue Federn. Dann habe ich da nochmal 17 Stück. Ich weiß nicht, wie viel du die stacken bei dir. Also ich habe 40er Stack an leichte Armbrustbolzen jetzt dabei. Genau. 20er Stack. Quasi drei, wenn ich einen Head-Off hätte, hätte ich ein Stack voll. Ich hab ja vorhin schon welche hingeschmissen und dann Nummer 17, dann musst du irgendwo ein Stack voll haben. Ja, sag ich ja, 20 und 17. Achso, okay, passt. Gut, was sollen wir jetzt machen? Was haben wir jetzt? Territorium beanspruchen. Wo denn? Da draußen. Wie geht's denn überhaupt?
Steht das irgendwo, wie es den Spieler gerade geht, mit dem er gerade spielt? Unten links ist so ein blauer Balken. Das ist der Ausdauer und Müdigkeit und rechts ist der Lebensbalken, der rote. Und dann ist er eh noch nicht müde. Und dann? Ich hab was markiert. Sechst du das? Auf der Karten? Ja. Territorium beanspruchen, oder? Genau. Aber dies sehen wir in der nächsten Folge. Aha. Was? Ja. So schaut's aus. Und du denn? No. Sag ich zum Abschied. Bis zum nächsten Mal. Servus. Zum Abschied. Leute, scheiße. Tschüss.